Was geht, meine Crews da draußen? Ja, zurück zu Dragon Ball Adventure. Ja, wir sollen irgendwie 10 Steine zerschlagen, denn lehrt uns Muten Roshi die Kampfsportarten. In der Serie war es natürlich ein bisschen anders, die mussten den Felsen verschieben. Hier im Spiel ist es ein bisschen anders, mal sehen, ob wir das schaffen. Wenn wir den Großen schaffen, was kriegen wir denn? Ah, die kleinen zählen überhaupt nicht. Die zählen nur die Großen. Okay, dann machen wir halt nur die. Was ist denn das? So. Fertig. Alle 10 Steine kaputt gemacht. In der Serie war es natürlich ein bisschen anders. Yeah, ich hab's geschafft. Und jetzt unterrichtest du mich im Kampfsport, okay? Ja, na gut. Meine Güte, was ist das denn für ein Kind? Okay, ich hab euch in ein paar Techniken bei. Standardattacken. Nun will ich dir etwas über den Zweikampf beibringen. Beweg dich genauso, wie du es bisher getan hast. Um dich zu bewegen, benutzt du das Steuerkreuz und den A-Knopf. Du kannst den B-Knopf drücken, um dazu anzugreifen. Versuch ruhig, sie gleichzeitig mit dem Steuerkreuz zu verwenden. Versuche nun, Krillin anzugreifen und ihn mehrmals zu erwischen. Jetzt ist nämlich die andere. Jetzt habt ihr nämlich die andere Sache, wie auch bei dem Spiel ist, also immer so das Rumrennen, Adventure-mäßig halt. Und dann gibt es halt noch den Zweikampf, so Budokai Tenkaichi mäßig. Und da muss man halt den erwischen jetzt. Warum er immer wegrennt? Warum rennst du denn immer weg? Yes, sir! Abwehr. Im Zweikämpfen kannst du gegnerischen Attacken abwehren. Wenn Krillin angreift, drückst du nach links. Versuch nun abzuwehren, wenn du es dreimal schaffst, geht's weiter. Ich weiß die Stimme nicht mehr vom Muten Roshi. So, dann müssen wir nach links drücken. Na los. Ja, komm. Dreimal abgewehrt. Easy going. Wir haben natürlich da oben so eine Ausdaueranzeige. Konter Verwundbarkeit. Unter deinen Gesundheitsanzeigen befindet sich deine Konteranzeige. Während dieser Anzeigen... Oh, ich kann die Stimme nicht mehr. Während dieser Anzeige sehen, kannst du mit dem B-Knopf Angriffe kontern. Sobald die Konteranzeige jedoch weg ist, bist du verwundbar. Und das werden deine Gegner ausnutzen, also sei vorsichtig. Du kannst den Gegner in den Schaden zufügen, wenn er verwundbar ist. Das darfst du nie vergessen. Es ist also wichtig, die gegnerischen Konteranzeige möglichst rasch auszuschalten. Aber das solltest du nun lieber mal ausprobieren. Also im Klartext, ihr müsst die Konteranzeige so schnell wie möglich kalt machen. Wenn er sich mal nicht bewegen würde. Ja. Dann ist er nämlich verwundbar und dann nimmt er erst Schaden da oben. Der wird nachher richtig wichtig später. Wurfattacken und Folgeattacken. Über Konter und Verwundbarkeit weißt du jetzt Bescheid. Wenn dein Gegner einen Links-Rechts-BBB-Attacke trifft, während er verwundbar ist, kannst du ihn in der Luft schleudern. Und da schiebst du sofort eine Verfolgungsattacke hinterher. Dabei musst du allerdings im richtigen Moment die B-Knopftaste drücken. Und jetzt versuch mal deine Verfolgungsattacke. Da, das ist die Verfolgerattacke. Also wenn du jetzt in der Luft bist, nochmal triffst, dann haust du ihn richtig runter. Und er zieht nachher später richtig viel Energie. Das wird nachher richtig wichtig.
Jetzt sollten wir uns aber am Wettkampf begeben. Okay, werden uns Besten geben. Ich gewinne auf jeden Fall. Und so begaben sich Goku und die anderen nach ihrem Training bei Mutenroshi zum Wettkampf. Jetzt sind wir nämlich auf den Budokai Tenkaichi Weltkampfarena. Zu guter Letzt erreichten sie den Wettkampf. Goku kämpfte sich durch die Vorentscheidung und qualifizierte sich für den Endkampf. Hey Leute! Wie lief's? Bist du qualifiziert? Und ob? Du hast es geschafft! Jawohl, habe ich es schließlich auch hart trainiert. Hervorragend, gute Arbeit. Hehe, okay, dann bis später. Nun denn, die Kämpfe werden gleich beginnen. Wettkampf Nummer 1. Goku vs. Gillian. Wettkampf, Goku! Goku, bist du hier? Goku, was machst du denn? Hohoho, der hat Angst vor mir. Hab ich gut geschlafen? Du treibst ein Spiel? Schön mit mir. Bitte beginnt mit dem ersten Duell. Okay, wir müssen jetzt erstmal in Gillian. Ihr seht ja, das ist wichtig, dass ihr sofort die Ausdaueranzeige kalt kriegt, damit ihr dann die Verfolgerattacken machen könnt. So, dann können wir natürlich noch. Oh, jetzt hat er uns natürlich erwischt. So, das war's mit Gillian. Der Knaller. Ja, wird nachher noch richtig schlimm. Also, da könnt ihr euch auf was gefasst machen. Hahaha, ein Kinderspiel. Weltkampf-Duell Nummer 2. Goku vs. Nam. Verehrte Dorfbewohner, ich werde gewinnen und euch Wasser bringen. Goku, viel Glück. Okay. Ich darf nicht verlieren. Sprecher, bitte beginnt mit dem zweiten Duell. So, ihr seht ja, das Prinzip ist immer das gleiche. Erst die Ausdauer runterknallen, dass ihr so eine Verfolgerattacke machen könnt. Das hat natürlich nicht. Das heißt, ich wollte jetzt eigentlich so ein Kamehameha hinknallen, aber ging nicht. Ist einfach hochgesprungen und ausgewichen. So, der zweite Sieg natürlich für Goku. Haha, der Sieg gehört mir, aber du bist auch ganz schön stark. Wettkampffinale. Goku vs. Jackie Chun. Ich bin so aufgeregt, gegen einen solch starken alten Mann kämpfen zu können. Ich werde dich nicht verschonen. Ich dich auch nicht. Ups, ich dich auch nicht. Also dann, das Finale beginnt. Jetzt müssen wir gegen Jackie Chun. Der hat natürlich 2 Energiebalken. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Kriegt er erstmal. Hat schön ausgewiesen. Ich hab zwar nicht damit gerechnet. Aber sollte machbar sein. Oh, jetzt hat er uns. Oh, mit einer Verfolgerattacke. Scheiße, 1 Schlag hätte noch gefehlt.
Hätten wir den gehabt. So, jetzt haben wir ihn aber. Und Jackie Chan hat verloren. In der Serie war es natürlich nicht so. Da hat der Goku verloren gehabt. Ich hab geschafft. Ich hab gewonnen. Und so wurde Goku zum Sieger des Weltkampfs gekürt. War natürlich nicht so. Und machte sich erneut auf die Suche nach seinem Andenken, dem Dragon Ball. Du willst schon wieder aufbrechen? Du hast es aber eilig. Willst du und du wieder nach ihnen suchen? Ja, und ich gleichzeitig weiter trainieren. Das ist optimal. Okay, ich mache mich auf den Weg. Überschallwolke. Bis bald. Bravo. Sammelgegenstand Jackies Perücke erhalten. Jackie ist nun für den Zweikampf auswählbar. So, jetzt sind wir natürlich da bei den Muskelturm. Ja. Auf der Suche nach den anderen Andenken seines Großvaters gelangte Goku ins Land des Muskelturms. Er war ein schrecklich kalter Ort. Solch eine Kälte hatte er noch nie zuvor erlebt. Wäre Sune nicht gewesen, wäre er erfroren. Wo bin ich? Ah, du bist aufgewacht. Du bist im Jingledorf. Du wärst fast erfroren. Ach ja, ich suchte nach den Dragon Ball. Du gehörst nicht zu den Red Ribbon Army? Hä, was ist das denn? Sind das Bösewichte? Kann ich denn so sagen? Zuno zufolge zwang die Red Ribbon Army, nämlich die Dorfbewohner, unablässig nach den Dragon Ball zu suchen. Außerdem wurde ihr Bürgermeister im Muskelturm gefangen gehalten. Goku versprach Zuno, den Bürgermeister zu retten und begab sich zum Muskelturm. Okay, dann wird sich diesen Pakt dort voll zeigen. Sei vorsichtig. So, jetzt sind wir natürlich hier in dem Muskelturm. Und natürlich, ja, ihr seht es natürlich, es sind wieder die gleichen Gegner. Oder die gleichen Gegnergruppen. Okay, hier haben wir 9. So ein Cyborg. Aber so an sich ist es halt immer das gleiche. Aber ich finde, es ist nicht schlimm. Also die schlimmere. Jetzt haben wir schon ein besseres Kamehameha. Wenn man hier mal guckt. Ja. Hey. Ja, also wir haben schon bessere Kamehameha auf alle Fälle. Das ist natürlich blöd, wenn die immer hier unten rumgeistern. Können wir nämlich hier wenig machen. Oh, die weiß ich jetzt gar nicht, ob die auch explodieren. Ja, okay. So. Ja, Digga. Komm. Boah, was ist denn jetzt los? So, die hätten wir jetzt auch kalt gemacht. Also, wie ihr seht, wir müssen jetzt halt hoch. So wie im Muskelturm das halt üblich war. Ah, hier ist wegen den erstmal. Der hat ja nicht gebracht. Der hat schon besser gesessen. Oh. Ach, der war nur auf dem Kopf, ne? Ja. Ach, komm schon. Wie hieß denn der überhaupt?
Der hieß doch auch irgendwie mit General irgendwas. Also falls ihr jetzt wisst, wie der hieß, der Knaller, schreibt das mal in den Kommentaren auf alle Fälle. Ja, genau. Schieß noch einen Arm ab. Oder schieß noch den Arm. Okay, da ist der richtige Weg. Also müssen wir erstmal hier drin gucken. Wollte nämlich gucken, was hier drin ist. Siehst du? Nämlich der Stab wird nochmal verlängert. Ah, okay. Gut, meine Freunde. Wir müssen jetzt erstmal kurz zum Ende kommen. Wir sind mit dieser Folge erstmal für erste durch. Wir sind im Musketurm. Wir versuchen den Bürgermeister zu retten, wie in Dragon Ball Classic. Also die haben schon richtig cool nachgemacht. Falls euch die Folge natürlich wieder wie immer gefallen hat, hinterlasst ein Like, Abo und teilt dieses Video und schreibt was in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Dragon Ball Advanced Adventure. Ich bin erstmal raus und stopp.